Ihr Lieben, ich wünsche euch eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit. Lasst euch nicht stressen und nun viel Spaß mit einem neuen Video von mir. Zwei Holz in einem gibt es vielleicht öfters mal. Aber ich habe jetzt drei Sachen, also drei Läden in einem Video. Warum? Weil ich es kann. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe hier Spielemax, Ikea und Thalia, wobei Thalia hier den größten Teil einnimmt. Aber ich zeige euch einfach mal, was ich so alles gefunden habe und fange einfach mal mit den zwei Sachen an, die ich gerettet habe und die ich auch echt gleich mal gießen muss. Und zwar habe ich bei Ikea zwei Blumen mitgenommen. Flammendes Kätchen habe ich mitgenommen für 50 Cent. Und die flammt wirklich noch. Also ich weiß gar nicht, warum sie die rausgeworfen haben. Statt für 1,99 €. Und die kriegt gleich erstmal von mir Wasser und wurde gerettet. Dann habe ich diesen Warnstern noch gerettet. Der hat jetzt leider ein bisschen gelitten. Den muss ich gleich erstmal richtig gut pflegen und hegen. Es tut mir leid, kleiner Weihnachtsstern. Für 1,10 Euro statt für 3,99 €. Also da muss ich gleich mal gucken, dass der noch mal ein bisschen Liebe von mir kriegt und sich noch mal ein bisschen berappelt. Ich hoffe. Weil eigentlich ist er ja echt schön. Den muss ich gleich mal in der Küche schauen, wie ich ihm helfen kann. So, dann habe ich bei Ikea noch eine Schüssel mitgenommen und dann war es das auch schon mit Ikea. Und zwar habe ich bei Ikea eine kleine Weihnachtshasenschüssel mitgenommen, die ich die einfach zuckersüß fand. Schaut mal. Ist die nicht süß? Ich finde, die ist gar nicht so weihnachtlich. Die könnte auch zum Geburtstag, zu Ostern passen. Aber sie ist schön. Genau, das war Ikea. Machen wir weiter mit Spielemax. Dort habe ich ein Weihnachtsgeschenk besorgt für meine Neffen und zwar Legoschienen. Und ich wusste gar nicht, wenn man bei Spielemax online bestellt, kriegt man einen besseren Preis, als wenn man es im Laden kaufen würde. Wusstet ihr das? Also ich wusste es nicht. Diese Schienen kamen 12,99 Euro jetzt und hätte ich sie im Laden genommen, hätten sie, glaube ich, 16,99 € gekostet. War schon ein Schnäppchen, finde ich. Ja, die muss ich noch schön verpacken und dann kann ich endlich das Paket an meine Familie losschicken. Und dort kommen dann noch diese Schienen mit rein. Genau. Und dann habe ich noch ein weiteres Geschenk dort organisiert. Und das ist dieser Bahnübergang mit Sound. Und ja, auch den muss ich noch einpacken. Und dann kommt er zu seinem neuen Besitzer. So, dann kommen wir zum größten Teil. Und das ist natürlich Thalia. Eine Sache fehlt da leider. Und zwar ist das ein Film, das ist das kleine Gespenst. Den habe ich gestern Abend schon geschaut und daher ist der nicht dabei. Dann habe ich hier eine DVD besorgt, die ich auch zu Weihnachten verschenke. Und zwar Edgar Wallace, die spannendsten Krimis. Und zwar habe ich die früher als Kind auch gerne mal geguckt. Das sind auch so schwarz-weiß Krimis. Die sind erst ab 16 und ich glaube, ich habe die schon geguckt mit 7, 8, 9. Fand die super gruselig, aber ja, total cool und ich freue mich drauf, die zu verschenken. Dann habe ich mir meinen allerliebsten Lieblingsfilm gekauft, wieder, weil ich ihn nicht mehr finde. Ich weiß nicht, ob er in irgendeinem Umzug untergegangen ist oder sonst irgendwas, aber ich liebe diesen Film und habe jetzt zigtausendmal mein DVD-Regal durchgesucht und habe ihn nicht gefunden und daher habe ich ihn jetzt mitgenommen, weil bei 4,99 € mache ich da erstens nichts falsch und endlich habe ich ihn wieder. Und zwar, Liebe braucht keine Ferien. Dieser Film ist so wunderschön. Er ist so wunderschön. Wer ihn noch nicht gesehen hat, bitte, bitte guckt ihn euch mal an. Ich finde ihn wirklich so schön und diesen Mann auch. Dann habe ich noch mitgenommen diesen Film und auch den habe ich im Kino gesehen und der war wirklich am Ende so herzergreifend, dass ich einfach dachte, den brauchst du in deiner Filmsammlung. Und er war wirklich, wirklich gut verfilmt.
Genau, die kamen alle mit. Dann habe ich auch zum Verschenken noch was geholt. Und zwar gab es darauf 50% und irgendwie fand ich das ganz cool, das ist mal was anderes. Habe ich einen Milchreis zum Selberkochen mitgenommen und schnell selber machen mit Vanilleschote drin. So sieht das aus. Den Inhalt des Glases in einen Topf geben, das leere Glas dreimal mit Milch füllen und zum Reis in den Topf gießen. Alles zusammen kurz aufkochen, dann bei schwacher Hitze ca. 30 Minuten ausquellen lassen, gelegentlich umrühren, fertig. Ja, finde ich total süß, ist mal was anderes. Und ich finde, wenn man da ein rotes Schleifchen drum bindet, hat das gleich einen kleinen Weihnachtstouch. Und dann habe ich mir, achso, und das sollte kosten, mal, steht das noch irgendwo? Ich glaube 3,99 und ich habe noch 2 Euro gezahlt. So war das auch mit diesen beiden Mühlen jetzt, die ich euch zeige. Die waren dann auch 50% billiger. Da habe ich mich irgendwie gefreut, weil das ist halt mal was anderes. Ich möchte nur die 50% abholen schnell, um euch die im Ganzen zeigen zu können. Und zum einen habe ich mitgenommen, dreh mal den Zimt. Ja. Und zwar ist das Hagelzucker dragiert mit Zimt. Die Aromamühle für die raffinierte Süße zu Kaffeespezialitäten, Crepes, Eis und anderen Leckereien. Der besondere Tipp, dreh mal Zimt auf Pfannkuchen mit Vanillezucker. Mit Vanillesoße, nicht Zucker. Zutaten: Zucker, Zimtpulver, Traubenzucker, Karamellzuckersirup. Und da was riecht. Wenn es 5-mal zugeklebt ist, kann man natürlich nichts riechen. Wow. Wow. Riecht richtig gut, Leute. Ich nehme das jetzt einfach mal auf die Handmühle. Also ich habe jetzt hier so Körner drauf. Mhm. Ja, Zimt und Zucker halt, ne? Aber gut. Ich habe es in der Mühle. Und dann habe ich mitgenommen, dreh mal das Karamell. Also genau dasselbe, nur mit Karamell. Und das finde ich schon irgendwie wow. Wow. Oh, krass. Oh, krass, riecht das gut. Oh, Leute. Ich glaube, das wird morgens mein neuer auf meinem Kaffee obendrauf. Oh, mein Gott. Mein Gott, riecht das gut. Wenn das so gut schmeckt, wie es riecht. Mmh. Oh, mein Gott, ist das lecker. Oh mein Gott. Hätte ich das gewusst, hätte ich gleich noch eine zweite mitgenommen. Oh mein Gott, ist das lecker. Ja, absolute Kaufempfehlung. Wenn ihr die mal seht, nehmt Karamell. Nehmt Karamell. Nehmt sie wirklich. Voll lecker. Ja, und dann habe ich noch ein Buch mitgenommen zum Verschenken. Und zwar Christkindgeschichten. Und ich finde Weihnachtsgeschenke gehen immer. Ja, Weihnachtsgeschenke gehen immer. Ich würde aber eigentlich sagen, Weihnachtsbücher gehen immer. Das kam noch 2,99 statt 7,95. Ja, ab 6 Jahre. Muss euch ehrlich sagen, ich habe nicht mehr reingeblättert. Ich dachte, das klingt gut. Post als Christkind, einmal Christkind sein im Winterwald. Ja. Dann geht es halt so los. Post an das Christkind, mein Wunschzettel, Mitglied im SV werden, Mitglied im SV werden, Sprungschanze für Autorennbahn, aber lieber Mitglied im SV werden. Scheint um einen kleinen Jungen zu gehen, der anscheinend gerne Fußball spielt. Ja, möchte ich gerne noch verschenken und finde ich, ist ein ganz süßes Buch. Ja. Und das war es auch alles, was ich im Thalia, Ikea und Spielemax gekauft habe. Muss ich aber überlegen. Genau. Habe ich jetzt gleich hier eine große Tüte, wo ich allen Krams reinpacken kann. Oh,
Und ja, ich hoffe, er hat euch gefallen. Er hat euch nicht gelangweilt. Ich hoffe nicht. Ihr dürft mir gerne den Daumen nach oben geben. Ihr dürft mir gerne Wünsche unter das Video schreiben, was ihr gerne so in nächster Zeit mal sehen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wieder Real Talk Themen reingeworfen werden. Ich würde gerne wieder mehr, ja, wie soll ich sagen, Gespräche mit euch führen. Ja, über Dinge philosophieren. Ich komme da jetzt nicht drauf, wie ich sagen wollte. Es ist zu spät. Ich bin zu müde. Ich habe Wortfindungsstörungen. Deswegen mache ich jetzt hier Schluss und sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss.